Wir reagieren heute auf ein Video von Jonas Ems. Normalerweise halte ich mich so von der Casual-YouTube-Bubble ein bisschen fern, weil ich die Videos selber da und privat gucke und dann nicht auch noch drauf reagieren will. Aber das Thema fand ich ganz interessant, spannend. Also seine Sichtweise dazu zu hören, da dachte ich, da kann man auch mal drauf reagieren. Das finde ich ganz gut. Warte, ich schalte mal um. So. Ist Abtreibung in Ordnung? Pro-Life versus Pro-Choice von Jonas Ems. Bin gespannt. Schauer, in Deutschland sind Abtreibungen bis zur 12. Woche erlaubt. Oh, warte, ich habe den Ton falsch. Der läuft gar nicht über meine Kopfhörer. Warte, wir fangen gleich nochmal an. Geht's jetzt? In Frankreich bis... Ja, warte, dann fangen wir nochmal an. Guten Tag, liebe Zuschauer. In Deutschland sind Abtreibungen bis zur 12. Woche erlaubt. In Frankreich bis zur 14. Woche, in England bis zur 24. Woche und im Irak komplett verboten. Es wird über dieses Thema scharf diskutiert. In der Politik, in den Medien und sogar auf der Straße. Selten waren zwei Fronten so verhärtet wie bei der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche. Es stehen Mordvorwürfe gegen Selbstbestimmung, Pro-Life versus Pro-Choice. Wie kann es aber sein, dass beide Seiten vermeintlich wissen, dass sie recht haben, aber doch so unterschiedliche Meinungen vertreten? Warum diese Debatte so komplex ist, was es mit ihr auf sich hat und warum sich diese vielleicht niemals lösen lässt, das in diesem Video hier. Kapitel 1, 1995. Erstmal ein paar Zahlen vorab. Jährlich treiben etwa 56 Millionen Frauen weltweit ab. In Deutschland liegen wir davon etwa jährlich bei 90.000 und das, obwohl Abtreibungen eigentlich illegal sind. Und ja, ihr habt richtig gehört, tatsächlich ist es nämlich eigentlich so, dass Abtreibungen in Deutschland immer noch illegal sind, aber seit dem 29. Juni 1995 straffrei ausgeführt werden können, denn... Ist auch wild, oder? Also ich finde das richtig crazy. Ich finde es auch total gut, mal so einen wohl recherchierten Bericht dazu zu sehen. Also ich habe 4 Kinder und ich hätte mir früher nicht vorstellen können, abzutreiben, weil man mir nach meinem ersten Kind, das ich sehr jung bekommen habe, mit 17, und danach hat man mir gesagt, ich könnte, also damals konnte ich mir schon nicht vorstellen, abzutreiben, weil es einfach so ein kleines Lebewesen ist, was in dir wohnt und ja ein Mensch ist, den du auf die Welt bringst, und da konnte ich mir das nicht vorstellen. Und dann hat man mir gesagt, ich könne keine weiteren Kinder kriegen. Ab dem Moment konnte ich es mir dann noch weniger vorstellen, dass ich abtreiben würde. Und jetzt nach 4 Kindern in meiner jetzigen Situation, also die sind alle so aus dem Gröbsten raus, ich muss keinen mehr wickeln oder sowas, die können mal eine halbe Stunde alleine zu Hause bleiben und, ohne da jetzt ein Alter nennen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Kind kriegen wollen würde, wenn ich schwanger werden würde. Und es gibt immer irgendwelche Umstände. Der einzige Weg, nicht schwanger zu werden, ist die komplette Abstinenz, weil so ein Kondom kann reißen, die Pille kann nicht wirken. Die Pille danach ist auch absoluter Humbug, dass die immer einen Schwangerschaftsabbruch bewirken würde. Du musst nämlich, also wenn du die nimmst, musst du vor deinem Eisprung sein, damit sie den Eisprung verzögern kann und sich somit kein Spermium im Ei einnisten kann. Deswegen... Es kann schon immer passieren, dass du irgendwie schwanger wirst, außer du bist zu 100% abstinent. Und in meiner jetzigen Situation, ich weiß nicht, ob ich es behalten wollen würde, weil ich dem Kind gar nicht gerecht werden könnte. Das wäre das 5. Ich würde es lieben. Aber ich bin jetzt auch an so einem Punkt in meinem Leben, ab dem ich sage, so genug, Alter. Ich habe 4 Köpfe aus meiner Vagina rausgeholt. Ich bin fertig mit dem Thema. Und dann ist natürlich auch, ja, Kinder sind ja auch immer so eine Kostenfrage. Ne? Klar, man wächst in die Ausgaben rein, aber Stand jetzt, früher hätte ich gesagt, nee, niemals. Und Stand jetzt würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich bin sehr unsicher, ob ich es nicht doch tun würde. In der Paragraph 218a des Strafgesetzbuches legt die Voraussetzungen für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch fest. Und die Voraussetzungen sind, wie für euch hier gerade auch mal ganz kurz eingeblendet, folgende. Der Arzt, der den Schwangerschaftsabbruch durchführt, der muss sich bescheinigen lassen, dass ein Beratungsgespräch stattgefunden hat. Und zwar mindestens 3 Tage vor dem Eingriff, sodass die schwangere Person mindestens 3 Tage Zeit hat, genau das nochmal zu überdenken nach diesem Beratungsgespräch. Der Schwangerschaftsabbruch muss von einem Arzt vorgenommen werden. Und seit der Empfängnis dürfen nicht mehr als 12 Wochen vergangen sein. Warte mal, auch wenn, nehmen wir mal an, ich wurde jetzt vergewaltigt, dann muss ich trotzdem so ein Gespräch machen? Ist dem so? Das finde ich furchtbar. Das ist ja grausam. Also wenn ich jetzt so eine, das Wort darf man nicht sagen, ne? Sonst sperrt YouTube alles. Okay,
Ich sag's nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob du das piepen musst, Yoshi, wir werden es sehen. Ich finde das, also ich finde es gut, dass man vorher so einen Beratungstermin wahrnehmen kann. Ich finde es aber irgendwie nicht so gut, dass das so ein krampfhaftes Muss ist, zumal ich auch diese Beratungsstellen kenne, weil ich mal jemanden begleitet habe und das ist schon, also da, wo die Frau war, nee, weiß ich nicht, so, ich habe sie da nicht kompetent beraten gesehen. Ja. Nein. Also die 12. Woche nach der Empfängnis, wichtig. Das ist immer nochmal ein Unterschied, weil man würde hier quasi von der 14. Schwangerschaftswoche sprechen, weil man die Schwangerschaftswoche im Grunde immer seit der letzten Periode zählt. Da die eigentliche Befruchtung aber erst 2 Wochen später stattfindet, reden wir hier über 12 Wochen nach der Empfängnis. Für euch hier gerade einfach nur zur Einordnung, für Leute, die so überhaupt keine Ahnung haben, einmal das Bild quasi der visuellen Darstellung eines Embryos etwa in der 12. Woche, damit man sich einfach kurz vorstellen kann, wie groß es ist und wie ausgeprägt bestimmte Gliedmaßen zum Beispiel sind oder der Kopf. Wobei ich an dieser Stelle nicht explizit emotionalisieren möchte. Solche kleinen Puppen, die gibt es nämlich immer wieder auch von der Kirche zum Beispiel, so haben wir die damals auch bekommen, zu uns nach Hause, so als Darstellung, so guckt mal, so weit ist das Baby schon, aber hier gerade für euch auch nochmal ganz kurz eine Darstellung, wie weit die Föten jeweils nach wie vielen Wochen sind. Wie gesagt, das dient für uns hier einfach erstmal zur sachlichen Einordnung. Bei medizinischen Indikationen... Das finde ich sehr gut, dass er das dazu sagt, weil es weckt natürlich eine ganz andere Emotion, wenn du so einen Mini-Menschen, so eine Polly Pocket in der Hand hast, als wenn es so ein Zellflausch ist. Oder kriminologischen Indikationen können auch Schwangerschaftsabbrüche bis zur 22. Schwangerschaftswoche straffrei durchgeführt werden. Das bedeutet also entweder, wenn die Frau durch eine Straftat schwanger wurde oder eben bei medizinischen Indikationen bedeutet also, dass es entweder gesundheitliche Schäden für die Mutter bedeuten kann, die Schwangerschaft aus unterschiedlichen Gründen, oder dass nachgewiesen werden kann, dass das Kind krank oder vielleicht behindert ist und es eben eine kindliche Indikation gibt. Rein statistisch entscheiden sich etwa 15 von 100 Frauen nach einem Beratungsgespräch noch kurzfristig gegen eine Abtreibung. Hat man das Beratungsgespräch Richtung gehabt und entscheidet sich für eine Abtreibung, gibt es in Deutschland vor allem 2 Abtreibungsmethoden. Die erste ist der medikamentöse Abbruch. Diese Art des Schwangerschaftsabbruchs funktioniert rein über Medikamente und kann auch nur bis zum 63. Tag nach Beginn der letzten Monatsblutung angewendet werden. Im Grunde lösen diese Medikamente eine künstliche Fehlgeburt aus. Das heißt, die führen zu sehr starken Blutungen, teilweise über mehrere Tage, die dann zum Ausstoß des Schwangerschaftsgewebes führen. Die zweite ist der instrumentelle Abbruch. Die gebräuchlichste und schonendste Methode des instrumentellen Abbruchs ist die Absaugmethode, auch Vakuumaspiration genannt, und erfolgt über einen operativen Eingriff. Hier werden dann innerhalb von 5 bis 10 Minuten die Schleimhaut und die Fruchtblase aus der Gebärmutter gesaugt. Die Frau befindet sich in der Zeit in Narkose, ist also durchaus trotzdem auch ein stärkerer Eingriff. Es gibt neben dem Absaugen aber zum Beispiel auch noch Abschabungen. Die meisten Abtreibungen werden im Alter von 18 bis 34 Jahren gemacht. Und diese große Altersbandbreite zeigt schon sehr deutlich, dass es völlig unterschiedliche Beweggründe dafür gibt, warum Frauen sich dazu entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Hier mal 2 Ausschnitte aus einem YouTube-Video dazu. Dadurch, dass ich halt wirklich nie Kinder wollte, habe ich halt die ganze Zeit über eher das Gefühl gehabt, als wäre mir so mein Körper weggenommen worden und als wäre da so ein Eindringling in mir, den ich nicht haben will. Das war diese Aussage, die hat mir einfach den Rest gegeben, als er sagte dann, ja, ich weiß nicht, ob ich mir was antue. Ja, da war das für mich ganz klar, wenn er sowas sagt, dann habe ich keine andere Wahl. Ich möchte nicht, dass sein Kind da steht ohne Vater. Familie steht dann da, ohne Sohn, ohne Geschwister, wie auch immer. Obwohl in der Summe schon einige Frauen solche Erfahrungen machen, wie gesagt, mir von 90.000 jährlich gesprochen in Deutschland, kenne ich persönlich tatsächlich niemanden aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis, keine Frau, die einen solchen Schwangerschaftsabbruch hat durchführen lassen. Und ich kenne auch keine bekannten Personen, die darüber mal gesprochen haben. Also zumindest nicht in meiner Bubble. Bestimmt gibt es da welche, sicherlich sogar auf YouTube. Ich glaube auch, dass das einfach so ein Thema ist, das so krass polarisiert und dann geht es um den eigenen Körper und unglaublich viel, also da, du musst das ja auch erstmal verarbeiten und so. Also ich glaube, dass es wenig Frauen gibt, die da dann offen in ihrem Umfeld drüber reden. Das ist etwas, das machst du einfach. Ich weiß auch nicht, ob ich da drüber reden würde, groß. Ich müsste da ja, ich hab letztens schon zum Luis gesagt, wenn ich nochmal schwanger werden würde und abtreiben würde, dann bräuchte ich einen Abtreibungstermin und einen guten Psychologen, weil ich könnte das erstmal so nicht verarbeiten. Ich würde aber auch, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich kein weiteres Kind haben wollen. Und wenn ich abtreiben würde, bräuchte ich da auch, ich weiß nicht, das ist ja mit vielem so, auch wenn so ein Schwangerschaftsabbruch ganz naturell passiert, was mir auch schon passiert ist,
Das musst du erstmal, das ist auch nichts, worüber ich offen so krass viel rede oder sowas. Und das war ultra früh und hat mich trotzdem krass belastet einfach, weil ich wusste, was da entsteht und ich wusste, was draus wird. Und dann war es weg. Das war schlimm für mich und ich kann da bis heute, also ich könnte jetzt zum Beispiel, glaube ich, nur schwer ein Video drüber machen oder sowas. Das jetzt hier mal so zu erwähnen, stört mich nicht so. Aber ansonsten war das schon schwierig für mich. Und wenn du dich dann bewusst dazu entscheidest, das Kind wegmachen zu lassen und du musst die Entscheidung für dich verarbeiten, die ganze Situation, das sind ja auch viele Hormone, die da drauf, also auf dich einfließen. Und dann musst du noch dich gegen andere damit zur Wehr setzen. Du musst ja deine Entscheidung oftmals verteidigen. Schwierig. Halte ich für sehr schwierig. Ich glaube, es gibt... Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute in seinem Bekanntenkreis und er weiß das gar nicht. Ich glaube, es gibt auch Leute in meinem Bekanntenkreis, von denen ich das nicht weiß. Typ findet man zu allem etwas, aber ich kenne keine und jetzt auch meines Erachtens keine irgendwie bekannte Influencerin aus Deutschland, also darüber mal gesprochen hat, weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich aber auch. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass das nicht so das Thema ist, über das man mal eben spricht und irgendwie einfach so rum erzählt, ey, ich habe übrigens jetzt zuletzt mal einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Das ist natürlich erstmal einfach auch eine sehr persönliche Sache, mit der man nicht einfach rausgehen möchte. Auf der anderen Seite haben diese Frauen aber auch mit sehr extremen Anschuldigungen zu kämpfen, einer ganz bestimmten Bewegung, über die ich jetzt sprechen möchte. Und zwar Kapitel 2, Pro-Life. Eine Bewegung der Abtreibungsdebatte bezeichnet sich als Pro-Life oder auch als Lebensschützer und sehen sich als Stimme der Stimmlosen. Das ist normalerweise eigentlich die Slogans von Tierschutzorganisationen, Stimme der Stimmlosen. Deswegen fand ich spannend, das auch in diesem Kontext mal zu hören. Diese Gruppe versteht sich als deutlicher Abtreibungsgegner. Auf verschiedenen Aktionen und Demonstrationen von denen erkennt man auch immer wieder sehr deutlich, wie konservativ und oft religiös geprägt diese Bewegungen sind. Also zum Beispiel in diesem Video hier. 100.000 Abortions a year in Germany, while you're welcoming with love and compassion immigrants and war refugees, you are killing 100.000 of your own German babies. That's the truth of what's happening. Das ist übel, Alter. Was ist denn mit dem los? Das ist ja, also dieses Pro-Life, ich weiß nicht, ich finde das ohnehin so ein bisschen schwierig. Immerhin sagen die alle, jeder soll sein Kind behalten müssen. Man bietet aber den Frauen gar keine Unterstützung, die dann auch ungewollt Kinder in die Welt setzen sollen. Weder finanziell, noch psychisch, noch sonst irgendwie. Also das ist ja, so ein Kind ist doch auch nicht glücklich in einer Familie, in der man sich seine Existenz nicht wünscht, nicht begrüßt, nicht leisten kann und. Das ist doch auch kein schönes Leben für ein Kind. Also ich, und der Vergleich, Alter, oh Gott, das ist ja auch, also da hat er Spüli mit Mojito verwechselt. Hat irgendwie so, wie das da gesagt wird, einfach auch einen sehr unguten Beigeschmack, wie ich finde. Ein Plakat dieser München-Demonstration fand ich sehr visuell für euch hier gerade mal eingeblendet. Das sagt, Mutter werden, mehr Frau sein geht nicht. Und ne, das stößt es bei mir schon so ein bisschen wieder so auf, weil ich mir wieder die Frage stelle, ob wir Menschen wirklich vorschreiben, wie sie zu sein haben, nur aufgrund ihres Geschlechts und dieses Muttersein so als das Frausein definieren. Und das gibt mir schon einfach irgendwie ein mega komisches Gefühl. Immer wieder werden Schweigemärsche gemacht. Immer wieder gibt es Demonstrationen vor Beratungsstellen wie Pro Familia, wo ja Frauen hingehen, um sich dann beraten zu lassen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen sollen oder nicht und selber eh schon ultra verunsichert sind. Und genau vor diesen Beratungsstellen gibt es oftmals diese Demonstrationen, die... Man muss sich doch auch mal vor Augen führen, was für eine Verantwortung so eine Mutter hat. Also wenn du nur die Schwangerschaft nimmst, dein Körper gehört nicht mehr dir. Der ist nicht mehr dir. Du teilst den mit einer anderen Person. Alles, was du... Selbst wenn du dich ärgerst, spürt das der andere Mensch. Du musst also sogar deinen Ärger kontrollieren lernen, um das Wohl eines anderen zu sichern. Das ist eine unglaubliche Belastung. Ich finde das ultra unfair, Leuten, die sagen, nein, ich kann diese Belastung nicht durchstehen, finde ich es ultra unfair, denen zu sagen, sie wären schlechtere Menschen. Zumal ja, wie gesagt, die einzige Variante für eine Frau, nicht schwanger zu werden, ist die 100%ige Abstinenz. Und dann ist ja sowas wie Verhütung eigentlich immer Frauensache. Also vielleicht jetzt nicht mehr so, aber früher, das war ja, das war, das Kondome tragen ist wie Eislecken durch die Scheibe. Ja, das, und das sind dann meistens die, die keine Kinder wollen.
unbeteiligten Frauen teilweise direkt als Mörder bezeichnet werden. Also definitiv sind diese Art von Demonstrationen einfach auch übergriffig. Wie gesagt, es gibt Schweigemärsche. Einer heißt Schweigemarsch fürs Leben. Und da wird eben gegen Abtreibung mit ihrem Glauben argumentiert, wie für euch hier ein Ausschnitt. Ich denke selbst da, dass es nicht okay ist, abzutreiben. Also ich sehe das halt aus christlicher Sicht. Und ich denke halt, dass Gott halt für jeden Menschen gewollt ist, er lebt. Und selbst wenn ein Kind durch Vergewaltigung entstanden ist, liebt ja Gott trotzdem das Kind. Leider ist halt bei dieser Argumentation mit dem Glauben die Voraussetzung. Gott zahlt aber auch keinen Unterhalt, Schätzchen. Und Gott geht auch nicht zu Schulveranstaltungen. Gott wechselt auch keine Windeln. Das, also Gott, ja, von mir aus liebt er jeden Menschen, ist ja tutti. Aber die Präsenz im irdischen Leben ist ja trotzdem relativ gering, was den, ja, wie soll ich sagen, den analogen Alltag betrifft. Also, oh, dann nimm die doch auf. Wenn jeder der Pro-Life-Leute ein Kind aufnimmt, was ungewollt auf die Welt kommt, dann haben die für mich einen validen Punkt. Solange das nicht der Fall ist, schwierig. Dass man diesen Glauben auch hat und dass es einen Gott gibt. Und so kann natürlich das Argument, dass Gott das Kind gewollt hat, für einen selbst einen persönlichen Wert haben. Doch es kann weder entkräftet noch bewiesen werden, noch kann es überhaupt als sachliches Argument bei einer gesellschaftlichen Debatte angewandt werden. Das heißt also, alle religiös motivierten Argumente zum Thema Abtreibung sind halt grundsätzlich einfach schwierig in einer solchen Debatte. Für die meisten Abtreibungsgegner ist es nämlich so, dass im Grunde das Leben ab dem Moment beginnt, wo Samen und Eizelle verschmelzen. Also dieser Punkt Null ist im Grunde die Definition hier für den Beginn einer Existenz. Aber was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass es sehr oft vorkommen kann, dass eine befruchtete Eizelle abstirbt. Und laut dieser Argumentation im Sinne des Glaubens war das ja schon Leben. Also eigentlich müsste man diese befruchtete Eizelle dann schon begraben, zumindest im religiösen Sinne. Und dann nimmt das dann niemand mehr irgendwie genau, sondern nur halt dann, wenn es um einen aktiv herbeigeführten Schwangerschaftsabbruch geht. Das finde ich also in dieser Argumentation auch schon so ein bisschen schwammig. Jedenfalls gilt diese befruchtete Eizelle dann schon nach dieser Argumentation als vollwertiger Mensch und entwickelt sich dann als Mensch nur noch weiter. Aber ist eben wohl. Es kann doch dann auch gar keine Sünde sein, wenn eine Frau abtreibt, weil Gott liebt ja auch diese Frau so sehr, dass er ihr Leben schützen möchte. So rein von der Argumentation her. Und dann kann es ja gar keine Sünde sein, wenn sie abtreibt, um ihr eigenes Leben zu schützen. Egal, ob sie, also weil das Leben, das man vor einem Kind kannte, ist ja dann einfach vorbei, weil du dich für einen anderen Menschen aufopferst. Also Aufopfer, das klingt natürlich total harsch, du kannst dein Leben schon weiterführen und sowas, aber du musst Verantwortung für einen zweiten Menschen tragen. Viele Sachen funktionieren nicht mehr so wie vorher. Klar, du kannst immer noch mal weggehen, wenn jemand anderes aufpasst, aber früher musstest du dir dann keinen Babysitter organisieren. Du musstest nicht gucken, dass jemand ordentlich ist. Du musstest dir keine Sorgen machen. Und wenn jemand das nicht möchte, dann, ja, dann, also wenn Gott ja alle gleich liebt, dann ist es ja auch tutti für den. Dann ist es doch toll für den. Schon ein vollwertiger Mensch. Einer der bekanntesten Abtreibungsgegner ist Klaus Günther Ann. Der ist da ein bekanntes Gesicht der Bewegung. Klaus. Und von ihm stand unter anderem die Webseite babycaust.de. Und der eine oder andere mag es sich schon denken, ist eine Zusammensetzung bzw. eine Anspielung auf den Holocaust. Der definiert nämlich die Abtreibung als sogar noch schlimmeres Verbrechen als den Holocaust. Ja, die komplette Webseite ist im Grunde ein Fiebertraum. Das sind natürlich die Extrembeispiele hier dieser radikalen Abtreibungsgegner. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich Leute dieser Bewegung, die sind nicht so radikal und die haben auch nicht immer religiös motiviert Argumente. Da für diese Person aber trotzdem die befruchtete Eizelle als vollwertiger Mensch gilt, überwiegt in deren Argumentation trotzdem das Recht auf Leben über dem Recht der Selbstbestimmung. Also das erwähne ich deswegen, weil es hier so wichtig ist in dieser Argumentation und weil es so ein bisschen vielleicht auch das Grundsatzproblem ist, dass nicht genau festgelegt werden kann, ab wann etwas eben Leben ist. Das sehen wir gleich später auch noch. Was diese Abtreibungsgegner fordern, ist mehr Hilfeleistung vom Staat für Schwangere, damit diese also mögliche finanzielle, soziale oder mentale Unterstützung bekommen. Dennoch endet ihre Ansicht über Hilfeleistung ab dem Moment, in dem man sich als Frau trotzdem gegen eine Schwangerschaft entscheidet. Das argumentiert so auch Cornelia Kaminski, ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus dieser Bewegung. Und sie ist auch im Vorstand des Bundesverbandes Lebensrecht. Hier ein Videoausschnitt. Was können wir dazu tun, damit es dir besser geht? Was brauchst du, um ein Ja zu dem Kind finden zu können? Aber sie bieten ihr ja auch keine Alternative, die Schwangerschaft auch abzubrechen. Nee. Dafür sind wir nicht da. Zu diesen Ansichten dieser Pro-Life-Bewegung gibt es aber auch deutlichen Gegenwind. Und das ist Kapitel 3 Pro-Choice. Bei fast jeder Demonstration von Abtreibungsgegnern lassen sich auch Gegendemonstranten finden. Und zwar die Pro-Choice-Aktivisten. Ich laufe ein kleines Stück mit. Rechts und links die Gegendemos. Die haben tatsächlich auch in Amerika sehr viel Aufsehen erregt. Denn hier wurde 2022 das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Das Seitdem finde ich so haben schlimm. Sich einige Staaten Amerikas für den Verbot der Abtreibung. Das ist ja auch so gefährlich, Alter, wenn du dir überlegst, wie viele Frauen dabei draufgehen, weil die
privat abtreiben müssen oder wie viele gesundheitliche Probleme. Also, holy, das ist so bescheuert. Das ist so ein Rückschritt. Abtreibung ausgesprochen. Die Pro-Choice-Bewegung fordert die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und damit eben ein Recht auf Selbstbestimmung. Und sehr spannend dazu, ein britisches Forscherteam hat Daten vom Jahr 1990 bis 2019 ausgewertet und kam zu dem spannenden Ergebnis, dass in Ländern mit Abtreibungsverboten die Rate an ungewollten Schwangerschaften höher ist, als in Ländern, in denen Abtreibung erlaubt ist. Heißt also, wer vielleicht voreilig im Kopf hat, ja, wenn Länder jetzt Abtreibung erlauben, dann werden ja alle einfach fahrlässig schwanger und lassen das über sich ergehen. So einfach ist das nicht. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Wie hoch die dunkle Ziffer von Abtreibungen in Ländern ist, in denen das verboten ist, das lässt sich schwer sagen. Laut der WHO sind aber... Ich weiß auch gar nicht, wie man da drauf kommt, dass jetzt jeder dann willkürlich schwanger wird. Das haben die mal mitgekriegt, wie das ist, wenn du abtreiben musst. Schon nur die Pille danach nehmen war, also ich habe die einmal genommen und die war, wow, das war schon ein Eingriff. Also ich hatte schon auch Krämpfe und mir war eklig so 2 Tage und dann hat sich die Periode verschoben und dann meine Periodenkrämpfe waren Crank, das ist nichts, was ich nochmal machen wollen würde. Aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit so einer Abtreibung, als ob das was ist, was die Leute dann einfach so, ja, das, meine Güte, bist du eine Diva, hast du heute wieder abgetrieben oder was? Das, so wird das ja nicht, also was ist das denn für eine Vorstellung? Das ist ein körperlicher Eingriff, das machst du nicht jedes Wochenende, Bruder. 45% aller Abtreibungen, sogenannte unsichere Abtreibungen, also welche ohne professionelle Mittel. Schätzungen aus dem Jahr 2012 deuten darauf hin, dass alleine in Entwicklungsländern etwa 7 Millionen Frauen pro Jahr in Krankenhauseinrichtungen kommen, weil es zu Komplikationen einer solchen unsicheren Abtreibung kam. Das wohl mitbekannteste Beispiel für unsichere Abtreibungen hat es sogar als Social Media Trend geschafft. Das ist natürlich, was wir alle lieben. Der Trend begann mit dem Aufstand der Pro-Choice-Bewegung nach dem Kippen des landesweiten Rechts auf Abtreibung in den USA. Immer wieder haben da nämlich Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, versucht, mithilfe eines Kleiderbügels oder eines anderen spitzen Gegenstandes die Fruchtblase zu zerstören, um so eine Fehlgeburt herbeizuführen, um die Schwangerschaft eben selber abzubrechen. Diese illegale Methode ist allerdings so gefährlich, dass sie zu starken Verletzungen oder sogar zum Tod der Frau führen kann. Also davon ist absolut abzuraten. Jahr für Jahr sterben um die 47.000 Frauen an den Folgen eines verfuschten Schwangerschaftsabbruches. Das würde alleine heute um die 130 Frauen bedeuten, die deswegen gestorben sind. Also diesen Zahlen muss man sich einfach nur einmal bewusst werden. So wurde der Kleider... Stell dir mal vor, du wirst in die Situation gedrängt, dir einen Kleiderbügel einzuführen. Und das nicht, weil du besonders sassy drauf bist, sondern weil du einfach nicht bereit bist, dein Leben einer anderen Person zu widmen, weil du das einfach noch nicht schaffst, weil du es nicht schaffst, weil du dazu noch nicht bereit bist, einen anderen Menschen zu machen. Ich meine, es ist ein Mensch, fick die Wand an. Es ist ein fucking Mensch, den du großziehen sollst. Dazu, das musst du schon wollen. Für den Menschen, also pro-life musst du das wollen, damit er auch gut raus, damit er gute Voraussetzungen hat, in die Welt zu starten. Und stell dir mal vor, dich treibt einer so weit, dass du dir einen fucking Kleiderbügel einführst. Was macht ihr mit den Leuten? Kleiderbügel zum Symbol für das Recht auf Abtreibung. Doch wie das so oft eben mit Social Media Trends ist, machen irgendwann einfach alle diese Trends nach und das, obwohl die meisten überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt. So gibt es zum Beispiel Videos wie diese. Ist bei mir der Ton weg oder bei ihm im Video? Weil man eben einfach sagen muss, Alter, es geht hier nicht um deine Inszenierung oder dass du dich gut fühlst oder gut aussehen fühlst. Aber wie auch immer, das ist ja das, was Social Media aus all dem immer macht. Wie wichtig ein Recht auf Abtreibung sein kann, das hat man sehr gut auch im Ausschnitt dieser Diskussion hier gesehen. Da geht es unter anderem um die Geschichte von Justine Pust. Sie ist eine Bloggerin und Achtung, Triggerwarnung, es geht um das Thema Suizid. Sie hat eben ganz klar in dieser Diskussion gesagt, dass hätte sie keine Abtreibung durchführen dürfen, dass das für sie selber wahrscheinlich das Ende bedeutet hätte. Hier auch der kurze Ausschnitt. So, das heißt, ich hätte mich umgebracht und das muss ich so radikal sagen, weil es wäre so gewesen. Ich hätte alles getan, um diese Schwangerschaft zu beenden und wenn es mein Leben nehmen gewesen wäre, dann wäre es so gewesen. Es wäre mir lieber gewesen, als es auszutragen. Es war also eine ganz wichtige Entscheidung für sie und gut, dass es für sie nicht verboten ist. Denn für sie und für viele andere Menschen dieser Bewegung ist eine befruchtete Eizelle noch kein vollendetes Menschenleben. Die befruchtete Eizelle hat aus Sicht der Pro-Choice-Bewegung zwar das Potenzial auf Leben, ist aber erstmal nicht mehr als ein Haufen Zellen. Aber jetzt frage ich Sie mal was. Ab wann ist es denn für Sie ein Mensch?
Ich finde, das ist nicht eindeutig zu beantworten, aber sicherlich nicht, wenn wir von 8 Zellen sprechen. Eine Gynäkologin aus einem anderen Videoausschnitt, den ich euch hier gerne auch noch ganz kurz zeige, beschreibt die befruchtete Eizelle im Grunde als Teil des Körpers der Frau, der eben nicht selber lebensfähig ist, und begründet im Grunde damit, warum die Frau auch das Recht hat, darüber zu entscheiden, was damit passiert, weil es eben Teil von ihr ist. Hier gerade auch noch mal kurz der Ausschnitt. Es kann selbst noch nicht leben und es gehört zu der Mutter und die ist verantwortlich dafür und die entscheidet, ob sie das austragen will oder nicht. Da aus dieser Perspektive eben noch kein echter Mensch, keine Person gewachsen ist, kann hier auch kein Recht auf Leben eingefordert werden. Eine US-Studie, auch als Turnaway-Studie bezeichnet, hier für euch einblendet, fand eine ganze Reihe an potenziell schwerwiegenden Folgen der Verweigerung einer gesuchten Abtreibung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Frau. Wer mag, kann hier auch gerade mal ganz kurz auf Pause klicken. Es ist wahrscheinlicher, dass es ab dem Ende der Schwangerschaft zu schwerwiegenden Komplikationen kommt, einschließlich der Eklampsie und Tod. Okay, krass. Also darüber hinaus sind Frauen, denen Abtreibung verweigert wurde. Es ist wahrscheinlicher, dass sie an missbräuchliche Partner gebunden bleiben. Ja, glaube ich. Es ist wahrscheinlich kurzfristig unter Angst und Selbstwertgefühl zu leiden, nachdem die Abtreibung verweigert wurde. Kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist weniger wahrscheinlich, ehrgeizige Lebenspläne für das kommende Jahr zu haben. Es ist wahrscheinlicher, dass sie jahrelang nach der Schwangerschaft eine schlechte körperliche Gesundheit erleben, einschließlich chronischer Schmerzen und Schwangerschaftshochdruck. Schwangerschaftshochdruck? Was ist Schwangerschaftshochdruck? Die Studie stellt auch fest, dass die Verweigerung der Abtreibung schwerwiegende Auswirkungen auf die Kinder hat, die aus einer unerwünschten Schwangerschaft geboren wurden, sowie für die bestehenden Kinder der Familie. Das glaube ich voll. Und dann stell dir mal vor, du bist das arme Wesen, das keiner wollte. Also weißt du, wie ich meine? Natürlich gibt es Menschen auf der Welt, die dich lieben werden, aber bei denen wächst du ja nicht auf. Du wächst bei denen auf, die der Sache einfach nicht gewachsen waren. Eine Frau sollte also auch nach diesen Argumenten immer selber entscheiden können, ob sie bereit für eine Schwangerschaft ist, um diese durchzuführen und die damit verbundenen Risiken eingeht, oder ob sie dafür eben nicht bereit ist. Sie hat ja immer ein ganz geringes Todesrisiko bei der Geburt. Bei 100.000 Geburten sterben in Deutschland immer noch zwischen 12 und 20 Mütter bei der Geburt. Und sie hat ein deutlich größeres Risiko für ihre Gesundheit. Beckenboden, Risse in alles Mögliche und auch schwangerschaftsbedingte Erkrankungen, die durchaus auch lebensgefährlich werden können. Die Frau muss doch die Möglichkeit haben, sagen, nein, ich will weder ein geringes Todesfallrisiko noch eine Gefahr für meine körperliche Gesundheit haben. Und deswegen möchte ich nicht schwanger sein. Viertes Kapitel, die unlösbare Debatte. Eine Sache fällt in nahezu jeder dieser Diskussionen um das Thema Schwangerschaftsabbrüche auf. Und zwar geht es immer wieder um die Frage, wann ist ein Mensch Mensch? Also das ist schon sehr willkürlich, ob wann mal irgendwie Menschenrechte zuspricht. Es ist ja noch kein Mensch. Der Knackpunkt ist eigentlich die Wissenschaft, die uns nicht genau sagen kann, wann geht das Leben los. Und es gibt durchaus unterschiedliche Definitionen darüber. Im deutschen Recht beispielsweise gilt der Mensch erst ab seiner Geburt als Individuum mit vollem Recht. Im Judentum beginnt das menschliche Leben erst mit der Geburt. Für Muslime hat das Embryo ab dem 120. Tag eine Seele. Für die Pro-Life-Bewegung ist der Mensch Mensch ab dem Verschmelzen von Samen und Eizelle. Und für die Pro-Choice-Bewegung ist das nicht klar definierbar. Klar ist nur, dass es sich in diesem frühen Stadium eben noch nicht um einen vollwertigen Menschen handelt. Bei diesen verschiedenen Antworten darauf, ab wann ein Mensch ist, fällt auch direkt auf, dass der Begriff Mensch auch immer unterschiedlich definiert wird. Einige Pro-Life-Aktivisten argumentieren rein biologisch. Aber die Frage ist der Mensch ein rein biologisches Wesen oder ist der Mensch nicht dann erst Mensch, wenn er eine Seele hat, wie es zum Beispiel Muslime argumentieren? Und auf die Frage, ab wann ein Mensch ist, kann uns die Wissenschaft bis heute zumindest keine Antwort geben und wird sie wahrscheinlich auch niemals tun können. Das ist vielleicht tatsächlich auch einfach eher eine ethische Fragestellung. Jede Sicht darauf, wann Leben Leben ist, ist also vor allem eine persönliche und ideologische Sicht, die wir weder widerlegen noch beweisen können. Die Frage ist nun aber, was wir tun können, wenn die Frage um dieses Menschenleben niemals gelöst wird. Kapitel 5, meine Meinung. Und wie gesagt, das hier ist jetzt meine Meinung und ich bin sehr gespannt natürlich auch zu hören, was eure Meinung ist. Da wir nicht ganz klar beantworten können, ab wann ein Mensch ist, können wir unsere Ideologie auch niemals einem anderen Menschen aufzwingen. Damit kann man meiner Meinung nach, egal welche Ideologie man hat, niemals eine Frau dafür verurteilen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte. Keine Frau trifft diese Entscheidung einfach mal so leichtsinnig, denn es ist nicht so, dass man ganz kurz zum Arzt geht und zack ist man nicht mehr schwanger und fertig, hat man das Leben ausgelöscht, sondern
es ist mit Aufwand verbunden. Man stellt erstmal selber über sich fest, dass man schwanger ist. Man muss zum Frauenarzt gehen und sich bescheinigen lassen, dass man schwanger ist. Mit dieser Bescheinigung kann man dann zu Beratungszentren gehen, wie zum Beispiel Pro Familia, um dann das Beratungsgespräch führen zu können. Da habe ich unterschiedliche Meinungen darüber gehört, wie gut das läuft. In den einen Beratungszentren ist es wirklich ein relativ schnelles Gespräch und ja klar, hier das Formular und fertig. In anderen Beratungszentren wird man sehr deutlich beraten und es wird wirklich auch abgewägt, gibt es nicht Möglichkeiten, das Kind doch auszutragen. Und danach muss man dann nochmal 3 Tage Bedenkzeit haben, muss das alles nochmal auf sich wirken lassen und danach kann man dann erst zum Arzt gehen. Und hier ist dieser Eingriff dann aber auch nichts, was einfach mal so eben passiert. Den Eingriff muss man im Zweifel sogar kostentechnisch selber tragen. Nicht in allen Fällen, es gibt auch Ausnahmen, aber in einigen Fällen muss man den selber tragen. Und es ist mit einem entweder operativen Eingriff verbunden oder eben mit einem medizinischen, aber das ist starke Medizin. Und es ist eben nicht nur für den Körper ein größerer Eingriff, den man tagelang noch spüren wird, sondern es ist natürlich auch eine psychologische Geschichte, die Entscheidung getroffen zu haben, das Kind abzutreiben, was viele Frauen noch Monate und Jahre lang beschäftigt. Wer also argumentiert und sagt, ach komm, das sind doch alles leichtsinnige Entscheidungen von Leuten, die einfach keine Lust haben zu verhüten, dem würde ich sehr deutlich widersprechen. Das ist ein Akt, das zu machen. Und das sind Entscheidungen, die nicht leichtsinnig getroffen werden. Es sind Entscheidungen, die für die meisten Schwangeren und wahrscheinlich auch deren Partner eine schwere Situation bedeuten. Und dennoch ist für manche der Abbruch die einzig richtige Entscheidung. Die bereits von mir eben genannte Turnaway-Studie ergab, dass 95% der Frauen, die eine Abtreibung haben durchführen lassen, auch noch nach über 5 Jahren diese Entscheidung für als richtig empfunden haben. Das zeigt also, es geht nicht um leichtsinnige Entscheidungen, die nach ein paar Monaten oder Jahren bereut werden, sondern das sind überlegte Entscheidungen. Ein wichtiges Argument, was für diese Selbstbestimmung der Frau in diesem Thema spricht, also wenn ich das gerade sage, generell sollte eine Frau selbstbestimmt sein, nicht nur in diesem Thema, aber ein wichtiges Argument für legale Schwangerschaftsabbrüche ist, dass unabhängig von den Verboten trotzdem Abtreibungen stattfinden. Das Problem ist nur, dass diese Frauen sich in große Gefahr begeben, wenn sie zu so shady Ärzten gehen, die das dann im Zweifel trotzdem für viel Geld machen, aber es dann einfach unsichere Methoden sind. Wieso sollte man also nicht zumindest die Frauen schützen, sich in einem professionellen und straffreien Rahmen zu begeben, um diesen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen? Und auch eine Sache zum Thema Schwangerschaftsabbrüche, die ich hier als Mann sehr deutlich sagen möchte, denn man muss ganz klar sagen, man hat es auch eben in den Plakaten gesehen, ich habe keinen Uterus und es ist immer auch ein heikles Thema, als man dazu Position einzunehmen, denn Fakt ist, ich als Mann werde niemals biologisch schwanger, ich bin aber trotzdem zu 50% daran beteiligt, wenn jemand meinetwegen schwanger wird. Die Schwangerschaft selber findet aber alleine im Körper der Frau statt, was bedeutet, dass ich absolut nicht mitzureden oder mitzuentscheiden habe, was die Entscheidung der Frau über ihren Schwangerschaftszustand angeht. Denn es ist einzig und allein ihr Körper und ihr Recht zu entscheiden, was damit passiert. Heißt aber dennoch, dass ich genauso Verantwortung für diese Schwangerschaft trage. Denn ich bin ja auch der Erzeuger und viel zu oft heißt es, ja, die Frau ist doch selber schuld. Sie ist leichtsinnig schwanger geworden, also soll sie die Schwangerschaft jetzt selber auch austragen. Dabei gehört zum Sexualakt ein Mann genauso dazu und der trägt genauso Mitschuld daran, wenn es zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt. Anstatt also als Mann Frauen irgendwas aufzuzwingen oder sie sogar noch als Schuldige zu betiteln, ist es meine Aufgabe, als Mann, insofern die Frau das möchte, die Verantwortung mit zu übernehmen und seelischen Beistand zu leisten und bei allem zu helfen, wobei man helfen kann, aber die Entscheidung darüber, was mit dem Körper der Frau passiert, trifft einzig und allein die Frau, denn es ist ihr Körper und nicht mein Körper. Und die Studien dazu sind ja auch sehr deutlich. Überraschenderweise steigt nämlich tatsächlich der Anteil an Schwangerschaftsabbrüchen genau in den Ländern, in denen Abtreibungen verboten oder gesetzlich stark eingeschränkt sind. Und in Ländern mit liberalen Abtreibungsgesetzen ist der Anteil an Abtreibungen gesunken. Das hat natürlich auch was mit den jeweiligen Ländern zu tun. Oftmals haben Länder eine sehr strikte Abtreibungspolitik, in denen Frauen generell auch weniger zu sagen haben, in denen es schlechtere Aufklärung gibt, schlechtere Möglichkeiten, sich Verhütungsmittel zu beschaffen. Zeigt uns gleichzeitig aber trotzdem auch, dass eine liberale Abtreibung Politik, also Abtreibung ist legal oder zumindest straffrei, nicht zwangsweise dazu führt, dass die Menschen plötzlich leichtsinnig werden und nicht mehr verhüten oder einfach sagen, komm, dann werde ich halt schwanger und treib halt ab, kein Problem. Summa summarum, wenn ich mich positioniere, dann absolut pro-choice. Und für mich gibt es kein gutes Argument, was dagegen spricht. Das einzige Diskussionsthema, was man natürlich anführen kann, ist diese Frage, bis wann kann ein solcher Schwangerschaftsabbruch oder sollte ein solcher Schwangerschaftsabbruch stattfinden? Denn auch darüber wird ja diskutiert. Also 12. Wochenseinstellung oder 14. Woche oder 24. Woche. Das ist natürlich was, worüber man diskutieren kann. Und das ist natürlich auch was, wo Ethik dann ansetzt und wo man dann eben diskutiert oder diskutieren muss. Ab wann ist es Mord an menschlichem Leben und ab wann ist es das nicht? Aber zumindest so, wie es in Deutschland geregelt ist, würde ich absolut nicht diskutieren. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich, das war ein aufwirbelndes Thema und es ist sehr aufregend zu sehen, wie krass das polarisiert, aber jetzt schreibt erstmal euren Kommentar in die Kommentare unten rein. Euch einen wunderbaren Tag und bis nächste Woche 18 Uhr wieder. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Sehr gutes Video.
Ich will nur mal die Kommentare kurz durchgucken. Also ich gehe da mit der Meinung komplett konform. Ich bin da total, ja, absolut. Das ist, solange der Mann nicht fähig ist, das Kind auszutragen, muss man einfach die Akzeptanz und den Respekt vor dem anderen Körper haben. Das ist ja mein Körper, der 9, 10 Monate, 40 Wochen mit dieser Schwangerschaft beschäftigt ist. Und auch danach noch. Ist nicht so, dass du, wenn du ein Kind auf die Welt gebracht hast, das ist dann einfach raus und du bist wieder Tutti. Das ist dann einfach toll. Dass ja allein die Blutung danach geht zwischen 3 und 6 Wochen, manchmal auch länger, also 3 Wochen mindestens, alles andere geht, glaube ich, gar nicht. 6 Wochen ist so ein Ding, dann hast du körperliche Veränderungen, Hormone etc. pp. Es gibt Schwangerschaftsdepressionen und du musst durch so viel durch, wegen der Schwangerschaft. Und wenn so viele Frauen wirklich durch potenziell dem Risiko ausgesetzt sind zu sterben, dann kannst du als Mann nicht einfach sagen, ja, aber ich will das doch. Das tut mir leid, ich kann das verstehen. Ich kann auch verstehen, wie frustrierend die Warte dann ist, also die Position dann ist, wenn du das Kind gerne behalten möchtest, aber du musst Respekt vor dem Körper haben. Solange du das nicht da rausnehmen kannst und irgendwie, keine Ahnung, in deinem Brotkorb großziehen kannst, ist es halt leider einfach so, ne? Das ist einfach so. Vielleicht sollten wir auch einfach aufhören zu erzählen, dass Kinderkriegen das Schönste auf der Welt ist und die Menschen einfach machen lassen, wie sie wollen, strahlfrei, ohne Verurteilung. Ja, also ich als Mutter kann sagen, für mich sind meine Kinder das Schönste, was es gibt. Es ist unfassbar toll zu sehen, wen du gemacht hast, was für unterschiedliche Persönlichkeiten da sich bilden und die waren Teil von dir. Es sind ja Menschen, die du hervorgebracht hast. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf und ich bin sehr stolz, ein Teil des Lebens meiner Kinder sein zu dürfen. Aber ich kann voll verstehen, wenn man das nicht möchte. Und es sollte niemals so pauschalisierend das Schönste für alle sein. Für manche ist Mutter oder Vater sein einfach nichts. Die haben da keine Lust drauf. Die haben nicht die Veranlagung, will ich nicht sagen, ist das falsche Wort, aber die haben diese Ambitionen dazu nicht. Die wollen das einfach nicht. Und das muss okay sein. Das ist nicht schlimm. Kinder sind weder das Schönste noch das Schlimmste, was einem passieren kann. Man muss Eltern sein wollen. Das ist das Ding. Es ist auch durchaus was, in das man reinwächst. Ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Bei meinem ersten Kind, bei meinem zweiten Kind, bei meinem dritten Kind und bei meinem vierten Kind, weil es immer eine neue Situation ist und du ja auch immer einen anderen Menschen auf die Welt bringst, mit anderen Charaktereigenschaften, mit anderen Bedürfnissen und. Du weißt grundsätzlich nicht, was dich erwartet, aber ich war in jeder Situation bereit, in den Moment, in dieses Leben hereinzuwachsen. Und wenn man das nicht ist, dann ist es okay, dann ist man das nicht. Und wenn man dann die Entscheidung treffen kann, abtreiben zu wollen, ist es wichtig, das zu tun. Danke an die Kommentarspalte, ihr geht so schön respektvoll miteinander um. Ja, dabei wollen wir es auch belassen. Das finde ich wundervoll. Ich fand das ein sehr gut recherchiertes Video, mir echt alles daran gefallen. Ich bin mit der Meinung total konform. Ich mag aber auch, wie die Gegenseiten dargestellt wurden und sowas. Aber ich finde allgemein, dass Jonas Emsen ein sehr guter YouTuber ist. Gut, das war's. Tschüss.